Rüdiger René Keuner, Direktkandidat der ÖDP für den Wahlkreis 17, Köln 5. Herr Keuner, stellen Sie sich doch bitte einmal persönlich vor. Mein Name ist Rüdiger René Keune, bin 58 Jahre alt, Diplompädagoge bei der Stadt Köln im Jugendamt seit mehr als 30 Jahren und bin Familienmensch, lebe in Kölnbrück, aufgewachsen in Köln-Riehl und Köln-Nippes. Meine Hobbys sind Sport, Reisen, Kultur und Musik. Seit über 40 Jahren bin ich politisch interessiert und auch engagiert, nicht immer in Parteien, sondern manchmal auch nur in Initiativen, aber seit letztem Jahr halt für die Ökologisch-Demokratische Partei in Köln. Für den Wahlkreis 17 Köln 5, das heißt in Kölnbrück, Rath, Meerheim, Porz und Poll. Genau, Sie sind der einzige Direktkandidat von der ÖDP. Ja. Wo sind Ihre Schwerpunkte? Ich kandidiere für die ÖDP, um eben einige Ziele durchzusetzen, die zum Beispiel die Grünen in Nordrhein-Westfalen bisher nicht geschafft haben. Unter anderem geht es auch darum, die rot-grüne Regierung eigentlich abzuwählen, weil sie eigentlich versagt hat. Allein schon die Bildungspolitik, darum geht's. G8 ist eigentlich ein Desaster gewesen. Es wird aber daran festgehalten bei Rot-Grün. Wir sind der Meinung, es muss wieder zu dem Althergebrachten, zur G9. Das heißt, 9 Schuljahre zum Abitur, eben längere Zeit zum Lernen und sich zu bilden und auch Zeit noch zu haben für andere Sachen als nur Schule. Man erlebt das heute bei den Jugendlichen, dass sie kaum noch Zeit haben, irgendwelche Hobbys, sportliche Aktivitäten oder sich politisch zu interessieren oder Freizeit in der Familie oder sonst wie zu nutzen. Und da sind wir der Meinung, das muss sich wieder ändern. Da muss G9 her, das heißt wieder längere Bildungszeit und Schulzeit. Punkt. Das heißt, Bildung ist ein Schwerpunktthema von Ihnen. Was genau möchten Sie denn für Köln in Düsseldorf erreichen? Unter anderem wäre auch für uns wichtig, dieses Nachtflugverbot durchzusetzen im Porzwan. Die CDU hat das ja bisher immer boykottiert. Die SPD hat immer versucht, vor dem Wahlkampf und auch die Grünen vor dem Wahlkampf zu thematisieren, dass sie gegen Nachtflug sind und für das Nachtflugverbot. Aber letztendlich waren das immer nur Versprechen vor der Wahl, gewählt, vergessen. Punkt. Das wäre also einer der wichtigsten Punkte dann auch für die ÖDP hier in Nordrhein-Westfalen, dieses Nachtflugverbot in Köln durchzusetzen. Wenn man sich auch vorstellt, dass diese Nachtflugerlaubnis eigentlich nur in Leipzig und Köln ist und in allen anderen Städten verboten, fragt man sich, wo ist der Sinn? So, jetzt gibt es natürlich das Argument der Arbeitsplätze der Leute, die sagen, hier sind ja Arbeitsplätze. Das kann aber nicht das Thema sein, das lässt sich auch verlagern. Das sieht man in anderen Sachen, in Frankfurt hat man auch gesehen, dass es sich verlagern lässt. Es ist also nicht das Argument Arbeitsplätze und es kann auch nicht sein, billiger Flug in den Urlaub. Das andere Argument ist dann auch noch, dass Leute dann sagen, ja, aber das geht doch nicht, nachts muss ja Waren angeliefert werden. Gut, im gewissen Maße ist das auch noch so zu akzeptieren, aber der Personenflugverkehr, der ist völlig unnötig und der muss einfach weg. Ein weiterer Punkt für die ÖDP ist auch, dass der Schutzmann wieder auf die Straße soll. Der soll nicht in PKWs sitzen oder in irgendwelchen Büros, sondern wir wollen auch wieder den Schutzmann vor Ort. Das heißt, der auch Streife geht in jedem Viertel, ob in Köln-Kalk, in Köln-Ehrenfeld, Köln-Nippes oder Lindenthal, egal. Also mein Motto ist der Schutzmann ob der Eck, ist auch mein Wahlmotto, ist auch das einzige kölsche Wahlmotto, was ich kenne, was also bisher kein anderer Kandidat für den Landtag herausgebracht hat. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Aber für mich ist auch wichtig, da rüberzubringen, als Kölscher will ich in den Landtag und ich will für Köln auch was bewegen. Ich nenne mich nicht 100% Köln, wie das andere sein, sondern ich sage, ich bin Kölscher und deshalb nehme ich auch ein kölsches Motto für den Landtag. Und deshalb haben wir also diese Postkarten bzw. auch diese Plakate drucken lassen, der Schutzmann ob der Eck. Ja, was uns auch sehr wichtig ist, die Massentierhaltung abzuschaffen, wieder dafür zu sorgen, dass die Tiere auf der Weide und nicht nur in Ställen und in beengten Kästen aufwachsen, sondern wirklich wieder natürlich draußen auf der Weide ihr Futter wahrnehmen und auch leben können und auch artgerecht und lebensgerecht in der Natur leben. Das ist also für uns auch ein ganz wichtiger Punkt für den Landtag, für Nordrhein-Westfalen, aber auch natürlich bundesweit und auch europaweit, dass die Tiere nicht verschifft werden bzw. in LKWs verfrachtet werden und durch die Lande gefahren werden, sondern wirklich vor Ort an einem Biobauernhof, vor einem Bauernhof, den man kennt, die Tiere artgerecht und lebensgerecht leben können. Das ist also auch ein wichtiger Aspekt für uns. Und wenn wir noch Gesundheitspolitik nehmen,
sind wir auch für die Abschaffung dieses Zweiklassensystems, nämlich der gesetzlich und Privatversicherten, sondern es sollte ein System geben und man kann dann immer auflocken und aufstocken und sagen, ja, ich möchte noch die Leistung und zahlt dann mehr dafür, aber es sollte eine Grundtendenz für alle gleich sein. Es sollte keine zwei Klassen bei Mediziner und auch nicht bei Operationen und auch im Krankenhaus geben. Das wären also schon mal einige Punkte, wenn wir die durchkriegen und wenn wir die in die Bevölkerung und auch in die Köpfe der Menschen reinbekommen und auch der Herrschenden, dann haben wir schon viel erreicht für die ÖDP in Köln, in Nordrhein-Westfalen und vielleicht auch bundesweit.